Ja, wir sind im dritten Buch Mose. In dieser krassen Geschichte, wo Gott uns vor Augen führt, dass er ein heiliger Gott ist und dass er bei denen, die ihm nahen, geheiligt werden will und vor dem ganzen Volk verherrlicht werden will. In 3. Mose 10. Ein Kapitel, das uns vor Augen führt, dass der Herr, unser Gott, ein verzehrendes Feuer ist. Und keine Sünde hat vor ihm Bestand. Wir können nicht einfach so in die Gegenwart Gottes kommen. Wir können nicht einfach so ihm nahen, so wie wir sind. Wir vergehen. Und wenn wir versuchen, mit denen so zu kommen, wie wir sind, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren eigenen Vorstellungen vom Leben, wenn wir nicht achten darauf, auf das, was er uns sagt, wie wir ihm nahen können, ja, dann geht ein Feuer vom Herrn aus und verzehrt uns. Für uns bedeutet das als Christen, dass wir das Blut Jesu nicht mit Füßen treten sollen. Nicht umsonst wird in dem Brief, wo das gesagt wird, auch das Wort zitiert, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, im Hebräerbrief. In dem Brief, wo es ja darum geht, auch sehr stark darum geht, die ganzen Opfergesetze für uns ins Neue Testament auszulegen. Und wenn du durch diese Opfer- und Priestergesetze hindurchgehst, ist es immer ganz gut, den Hebräerbrief als Kommentar zu lesen, insbesondere die späteren Kapitel, die uns vor Augen führen, worum es hier eigentlich geht. Diese Dinge, die im Volk Israel ja so aufgetragen wurden und tatsächlich ausgeführt wurden, waren ein prophetisches Bild für das, was kommen sollte. Das eine Opfer, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, hinwegträgt. Und ja, darum soll es heute auch nochmal wieder neu gehen. Wir wollen einsteigen in die Verse ab Vers 12, aber ich bete kurz noch. Herr, du bist heilig und unser Leben ist verunreinigt durch die Sünde, unser aller Leben. Wir können nicht vor dir bestehen. Herr, und wir preisen dich aber als den, der uns heilig macht, der uns durch das Opfer seines Sohnes geheiligt hat für immer und ewig. Ja, wir kommen und wollen dennoch, obwohl es so leicht ist, so einfach ist, in deine Gegenwart zu kommen, wollen die Ehrfurcht bewahren, wollen ja zulassen, dass das Feuer unser Fleisch verzehrt, weil wir erkannt haben, dass die Sünde verderblich ist für uns selbst und für die ganze Welt, weil wir erkannt haben, dass das vor dir keinen Bestand hat, weil wir erkannt haben, dass es dir keine Ehre macht, Herr, wenn wir darin bleiben, worin wir sind. Und so bitten wir dich, dass du ja durch das, was wir hören, dass du unsere Herzen wirklich reinigst, Herr, wie dein Wort es sagt, das Wasserbad im Wort, dass du unsere Herzen reinigst, dass du, während wir lesen und hören, dass du deinen Geist auf uns kommen lässt und uns neu ergreifst und
ja, erfüllst mit deiner Liebe, Herr. Und dass wir das Mahl, was wir nachher nehmen, wirklich, ja, würdig nehmen. Im Wissen darum, dass wir, ja, dass wir unwürdig sind, dass du aber würdig bist. Und dass wir dich brauchen. Und ohne dich nicht, ohne dich kein Leben haben. Bitte segne dein Wort für uns. Lass uns das sehen und erkennen in und durch dein Wort. Amen. Ja, in Vers 12 redet Mose zu Aaron und zu seinen übrig gebliebenen Söhnen Eleazar und zu Itamar. Allein dieser Anfang zeigt schon etwas auf, was einen tiefen Schmerz bedeutet für Aaron. Er hatte 4 Söhne. Jetzt hat er nur noch 2. 2 wurden ihm weggerissen. 2 haben sich wegreißen lassen. Ein tiefer Riss, der in der Familie Aarons, durch die Familie Aarons geht, dem Priester, dem auserwählten Priester. Und es ist ihm nicht besser ergangen, als wie es Jesus Christus selbst gegangen ist. Abgelehnt von seiner Familie, unverstanden, ja, für verrückt erklärt. In Markus 3 lesen wir das. Die Seinen machten sich auf, um ihn aus der ganzen Situation herauszuholen, in der er war, wo er lehrte, wo er Menschen heilte und sie keine Zeit hatten zu essen. Und sie sagten, er ist von Sinnen. Er ist verrückt geworden. Wir müssen ihn rausholen aus dieser Situation. Aber auch unter seinen Jüngern, sein Freund, der mit ihm gegessen hat, mit ihm unterwegs war, 3 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, so nahe, so eng, verbunden, hat ihn verraten. Und die anderen verleugnet, im Stich gelassen, in der schwersten Stunde seines Lebens. Letztendlich wird es allen so gehen. Geht es uns allen so? Da ist ein tiefer Riss in dieser Welt. Und das schmerzt. Das schmerzt Aaron. Aber Gott sagt, geh diesem Schmerz nicht nach. Lass diesen Schmerz nicht triumphieren in deinem Leben. Lass diesen Schmerz nicht dein Leben beherrschen, sondern wende dich Gott zu. Wende dich Gott zu und lass ihn regieren in deinem Leben. Du kannst, und das hat David so erlebt, ne? David hatte ein Kind gezeugt im Ehebruch, aus seiner Schuld heraus. Und Gott hatte ihn konfrontiert mit seiner Schuld und er war zusammengebrochen und hat gesagt, ich habe gesündigt, was habe ich getan? O Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, du bist das Wertvollste, das Kostbarste, was ich habe. Herr, ich will dich nicht verlieren. Vergib mir meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Schaffe in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und Gott hatte ihn erhört und hat ihm vergeben. Und doch musste er, weil er
der König Israels war, die Züchtigung, die Strafe Gottes erleiden, nicht im Sinne als eine Strafe für seine Sünde, aber als eine Erziehungsmaßnahme. Und dazu gehörte, dass der Sohn, der aus diesem Ehebruch entstanden ist, der geboren wurde, dass er krank wurde, todkrank. Und David war erschüttert, er suchte den Herrn, er fastete und betete und weinte und klagte vor Gott. Aber als der Sohn dann gestorben war, waren seine Mitarbeiter, seine Minister waren völlig überrascht zu sehen, wie David aufstand von seiner Klage, von seinem Gebet, sich wusch, in den Tempel ging, Gott anbetete und dann sich zu Tisch setzte, um zu essen. Sie sagten, was ist los? Wieso bist du jetzt, wir verstehen das nicht, jetzt müsstest du doch erst recht klagen und weinen und trauern. Und David sagt, ich habe getrauert und geweint und geklagt, solange noch Hoffnung bestand. Aber jetzt kann ich das Kind nicht mehr zurückholen. Ich werde einmal zu diesem Kind gehen. Ich werde dieses Leben verlassen, so wie dieses Kind das Leben verlassen hat. Aber ich kann es jetzt nicht mehr zurückholen. Ich wende mich Gott zu, bete ihn an und stelle mich der Aufgabe, in die er mich hineingesetzt hat. Ich diene ihm, ich stehe ihm zur Verfügung. Ich bin sein Werkzeug. Ich lebe dieses, und wisst ihr, das ist eben die Versuchung in der Trauer, im Schmerz. Die Versuchung ist, dass wir so wichtig, dass unser Schmerz so wichtig wird, wichtiger als unser Gott. Wir selbst sind dann wichtiger als Gott. Und deswegen sagt Gott zu Aaron, du sollst keine Trauer halten. Du sollst die Haare nicht frei hängen lassen, die Kleider nicht zerreißen, wie es in Vers 6 heißt, als Zeichen der Trauer. Nein, du sollst als der Gesalbte Gottes Gott zur Verfügung stehen im Heiligtum und dem Volk dienen. Du sollst nicht dir selbst dienen und deinem Schmerz, sondern du sollst Gott dienen und dem Volk, zu dem ich dich berufen habe, dass du ihm dienen sollst. Mose redete zu Aaron und zu seinen übrig gebliebenen Söhnen Eleazar und Itamar. Nehmt das Speisopfer, das von den Feueropfern des Herrn übrig bleibt, und esst es ungesäuert neben dem Altar, denn hochheilig ist es. Und ihr sollt an heiliger Stätte essen, denn es ist deine Gebühr und die Gebühr deiner Söhne von den Feueropfern des Herrn, denn so ist mir geboten worden. Und die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers sollt ihr an reiner Stätte essen, du und deine Söhne und deine Töchter mit dir, denn als deine Gebühr und die Gebühr deiner Söhne sind sie gegeben von den Heilsopfern der Söhne Israel. Die Keule des Hebopfers und die Brust des Schwingopfers sollen sie mit den Feueropfern der Fettstücke bringen, um sie als Schwingopfer vor dem Herrn zu schwingen. Und das soll dir und deinen Söhnen mit dir zu einer ewigen Gebühr oder Ordnung sein, ganz wie der Herr geboten hat. Was haben diese Bestimmungen hier zu sagen? Warum weist Mose darauf hin? Das sind Dinge, die schon gesagt wurden in den Kapiteln 6 und 7. Interessant ist die Ergänzung hier in Vers 14, dass die Brust und die Keule des Schwingopfers und des Hebopfers, dass es nicht nur an die Söhne, sondern auch die Töchter davon essen sollten und dürfen. Fand ich interessant. Hier eine Ergänzung zu dem, was in 7 Vers 34 steht. Warum sagt Mose das hier? Er sagt es, weil jetzt etwas passiert ist,
was ja Mose dann auch zornig werden lässt über Aaron und seine Söhne. Nämlich, dass sie nicht gegessen haben. Sie sollten essen. Sie sollten sich stärken. Wir kennen das von Trauerfeiern. Wenn ein geliebter Mensch gegangen ist, wie Gisela, wir treffen uns zusammen, wir erinnern uns an sie. Und dann kommt vielleicht nochmal so richtig die Trauer hoch. Wir fangen an zu weinen, wir begreifen in unserer Seele, was uns genommen ist. Und was machen wir dann? Wir gehen zusammen zu einem Bäcker oder in ein Café und tun uns Kuchen rein. Weil das so herausfordernd ist, weil das so an unserer Seele und ja bis in unseren Körper hinein zehrt und weil wir durch die Kalorien einfach wieder neu Kraft gewinnen und beim Essen gemeinsam ja wieder ins Leben zurückkehren können. Deswegen sagt Mose auch an dieser Stelle, wo der Tod die beiden Söhne getroffen hat, esst es, das ist von Gott so verordnet. Ihr sollt eure zugeteilte Speise essen. Gott sorgt für euch. Nehmt es auch in Anspruch, esst davon. Wir werden gleich sehen, dass es noch eine höhere Bedeutung hat. Und hier geht es weiter in Vers 16 wieder in die Situation der Trauer hinein von Mose und von Aaron und seinen Söhnen. Mose suchte eifrig den Ziegenbock des Sündopfers und siehe, er war verbrannt. Da wurde er zornig über die übrig gebliebenen Söhne Aarons, Eleazar und Itamar und sagte: Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig. Und er hat es euch gegeben, die Schuld der Gemeinde zu tragen, um vor dem Herrn Sühnung für sie zu erwirken. Siehe, sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums gebracht worden. Ihr hättet es auf jeden Fall im Heiligtum essen sollen, ganz wie ich geboten habe. Und Aaron redete zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn dargebracht. Und solches ist mir begegnet. Hätte ich heute das Sündopfer gegessen, wäre es in den Augen des Herrn gut gewesen? Und Mose hörte es und es war gut in seinen Augen. Ein bisschen merkwürdig, das jetzt alles irgendwie zu verstehen, was das alles zu bedeuten hat. Das eine ist, dass der Ziegenbock, der zum Sündopfer geopfert wurde, dass das tatsächlich kein Brandopfer war, kein Ganzopfer, wie wir das ja schon gelesen haben in den Opfervorschriften, sondern es wurden nur die Fettstücke dargebracht auf dem Altar. Die wurden verbrannt. Das Fleisch aber sollte gegessen werden von den Priestern. Und zwar innerhalb des Heiligtums, innerhalb des Vorhofs. Und er fügt hier nochmal zu in Vers 18, das ist eigentlich nochmal wichtig, das hatten wir in dem Gesetz zum Sündopfer. In Kapitel 6, Vers 18 folgende wird das nochmal deutlich gemacht, dass von den Opfern, die das steht in Vers 23, alle Sündopfer, von dessen Blut etwas in das Zelt der Begegnung gebracht wird, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, sollen nicht gegessen werden, es soll mit Feuer verbrannt werden. Es gab bestimmte Sündopfer, von denen Blut ins Heiligtum gebracht wurde, nämlich das Sündopfer, wenn ein Priester sich versündigt hatte. Er sollte nicht von seinem eigenen Sündopfer sozusagen noch profitieren und davon lecker Essen haben. Nein, wenn es um seine eigene persönliche Sünde ging, dann sollte, und weil es der heilige Priester ist, der Gott naht in seinem Heiligtum, sollte auch das Blut in das Heiligtum gebracht werden, in die Wohnung hinein, um
Reinigung zu erwirken. Und in diesem Fall sollte das Sündopfer dann nicht nur das Fett verbrannt werden, sondern das ganze Tier sollte verbrannt werden. Darauf nimmt Mose hier Bezug. Er sagt, dieses Sündopfer war nicht ein Sündopfer, das ganz verbrannt werden sollte, aber die Priestersünde, sie haben das ganze Tier auf den Brandopferaltar gelegt und haben es verbrennen lassen. Sie hatten keinen Appetit, wie das so üblich ist, wenn man in der Trauer ist. Man fastet. Wenn wir vom Fasten reden, dann denken wir oft an eine bewusste Entscheidung. Ich faste. Ich habe mich bewusst entschieden, keine Nahrung aufzunehmen. Es gibt aber auch Fasten, das gar nicht einer bewussten Entscheidung zugrunde liegt, sondern aus einer Gefühlshaltung herauskommt. Ich kann nichts essen. Das ist auch Fasten. Und nicht jedes Mal, wenn in der Bibel vom Fasten die Rede ist, ist eine bewusste Entscheidung zum Fasten gemeint. Und ich glaube, dass das auch der Bezug ist, von dem Jesus spricht in Markus Kapitel 2. In Vers 18 von Kapitel 2 steht, die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann an jenem Tag werden sie fasten. Warum fasteten die Jünger des Johannes und die Pharisäer? Es gab verschiedene Fastenrituale zu der Zeit. Die Pharisäer fasteten und dieses Fasten war ein Ausdruck der Trauer über war noch ein Relikt aus der Zeit, wo der Tempel zerstört war. Und es war ein Fasten, eine Sehnsucht nach Wiederherstellung, nach dem Reich Gottes, wenn man so will. Die Sehnsucht danach, dass das Reich Gottes kommt, dass Gott wiederkommt und sein Reich erneuert, Israel erneuert. Und dieses Fasten war sozusagen ein Ausdruck der Trauer über den Zustand, wie es jetzt ist, dass es noch nicht da ist, das Reich Gottes. Es war ein Ausdruck des sich Sehnens danach. Ich kann nichts essen. Wir wollen bewusst in diesem Fasten zeigen, dass wir uns danach sehnen oder wir entscheiden uns dazu. Das geht so direkt ineinander über und es springt dann ganz schnell um, bis es zu einem religiösen Ritual wird, wo ich Gott sozusagen mit meinem Fasten beeindrucken will oder ihn vielleicht sogar zwingen will. Das Fasten, was Jesus hier aber beschreibt, ist, das Fasten der Jünger aus der Trauer, dass Jesus von ihnen genommen ist, von ihnen gerissen ist. Und auch das ist kein Ritual, sondern das ist ein lebendiger Ausdruck der Trauer, wie wir es bei Maria sehen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie konnte in den Tagen sicherlich auch nichts essen. Jesus sagt, die Hochzeitsgäste können noch nicht fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist. Das Reich Gottes ist da, schon mitten unter euch, sagt er an bestimmter Stelle. Ich bin da. Die Trauer ist gewichen und Freude
ist eingezogen. Das Evangelium, die gute Nachricht, läuft. Gott richtet seine Herrschaft auf. Die Gefangenen werden frei. Die Lahmen springen. Die Tauben hören. Die Blinden sehen. Das Licht der Welt ist da. Der König, der Könige, er ist gekommen. Freude ist da, kein Fasten mehr. Aber Fasten als Ausdruck der Trauer. Jesus sagt, ja, sie werden fasten. Es wird dieser Tag kommen, dieser Moment kommen, wo ich von ihnen genommen werde. Da werden sie fasten. Trauer oder Fasten als ein legitimes Ausdrucksmittel der Trauer. Und interessanterweise gestattet Mose das auch Aaron und seinen Söhnen zu. Er sagt, es ist gut, es ist okay. Es wird nicht ganz klar, ob auch Gott damit einverstanden ist. Aber Mose als der Prophet Gottes macht deutlich, es ist gut, es ist in Ordnung so. Es ist okay. Ich habe Verständnis dafür, dass es dir im Moment nicht gut geht mit diesem Riss, der durch deine Familie gegangen ist, mit der Trauer um deine Söhne. Das ist eine ganz körperliche, ganz natürliche Ausdrucksform. Aber sie sollten nicht sich hineinsteigern in ihre Trauer, die Haare hängen lassen, das Gewand zerreißen. Nein, das sollten sie nicht. Sie sollten sich in ihre Aufgabe hineinbegeben. Und dann, wie gesagt, Mose wurde zornig darüber, dass sie nicht das Sündopfer gegessen haben. Und das fand ich interessant und damit wollen wir uns nochmal befassen mit diesem Vers 17, wo Mose sagt, warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig und er hat es euch gegeben, die Schuld der Gemeinde zu tragen, um vor dem Herrn Sühnung für sie zu erwirken. Und das zeigt nochmal auf die Aufgabe, die sie hatten für das Volk. Sie waren es, die als Mittler vor Gott standen und Sühnung für das Volk erwirkt haben durch das Sündopfer. Und dazu gehörte auch, dass sie das gegessen haben. Das war sozusagen Teil des ganzen Vorgangs der Sühnung. Das Essen gehörte dazu, dass sie in Stellvertretung, das Opfer wurde in Stellvertretung für das Volk gebracht, das reine Tier wurde getötet, das Blut wurde vergossen, in Stellvertretung für die Sünde des Volkes. Die Priester haben dieses Ritual durchgeführt, die Fettstücke verbrannt und dann das Fleisch gegessen. Auch als Stellvertretung sozusagen für das Volk. Die Worte, die hier stehen, die sind sehr prägnant und sehr wichtig. Er hat es euch gegeben, die Schuld der Gemeinde zu tragen. Das Wort Schuld tragen kann auch übersetzt werden mit Schuld vergeben. Das Wort vergeben heißt eigentlich wegtragen. Das bedeutet beides. Die Schuld wird vergeben, das bedeutet, sie ist weggetragen worden, sie ist getragen worden. Das spricht von der Last, die Schuld mit sich bringt. Schuld lastet auf uns. Ein jeder wird seine eigene Schuld tragen. So hat es auch Kain gesagt im 1. Mose 4. Er sagt in Vers 13, da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Schuld. Hier steht Strafe in Elberfelder. Und ja, es bezieht sich auf die Folgen seiner Schuld. Er sieht, was seine Schuld sozusagen für Konsequenzen für sein Leben hat und merkt, das ist zu schwer für mich. Aber das Wort, was hier steht, ist dasselbe Wort, wie auch in 3. Mose 10 steht.
das Wort, was man auch mit Schuld übersetzen kann. Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Zu groß ist meine Schuld, ist die Strafe meiner Schuld, die meine Sünde, dass ich mich versündigt habe, die Folgen davon, das ist zu groß. Ich kann das nicht tragen. Das ist zu schwer. Was ist denn die Folge der Sünde? Für Adam und Eva war es, dass sie von Gott getrennt aus dem Garten hinausgetrieben wurden. Für Kain ist es dieses Verfluchtsein und überall umherirren und dass er flüchtig sein soll auf der Erde, ein Vertriebener, ein Gejagter auf der Erde, ein Verdammter. Zu groß ist meine Schuld, ich kann sie nicht tragen. Kain hat hier eine wichtige Erkenntnis, die wir alle haben müssen, bevor wir überhaupt die Vergebung und Gnade Gottes erleben, erfahren können. Diese Erkenntnis, meine Schuld, sie ist zu groß, ich kann sie nicht tragen. Ich möchte mit euch noch ein paar Stellen lesen zu dem Thema Hosea 14. Lass uns mal Hosea 14 aufschlagen. Und da spricht Gott auch von der Sünde und Schuld und diesmal von der Sünde und Schuld seines Volkes, die im Nordreich in Samaria gelebt haben. Im Königreich Israel. Und da sagt er krasse, harte Worte: Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durchs Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt. Krass. Und dann ruft aber der Prophet, der Heilige Geist durch den Propheten: Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinen Gott. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um und sagt zu ihm: Vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assur soll uns nicht retten. Auf Pferde wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Der Prophet legt also dem Volk hier Wort in den Mund. Er versucht ihnen deutlich zu machen, das ist es, was ihr tun sollt. Ihr solltet den Herrn suchen in eurer Schuld, in eurer Sünde. Ihr solltet zu ihm schreien, zu ihm umkehren. Ihr solltet ihn um Vergebung bitten. Und ihr solltet euch abwenden von allen anderen Möglichkeiten, da rauszukommen. Eure Hilfe in irgendetwas anderem zu suchen als in Gott. Er allein kann euch die Sünde wegnehmen. Er kann die Schuld wegtragen. Er kann euch die Schuld vergeben. Er allein kann das machen. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Und das ist eigentlich ein übertragener Ausdruck. Die Weise, die Kinder, die keinen Vater mehr haben, die Vaterlos, die Menschenkinder, die getrennt von ihrem Vater im Himmel sind. Sie suchen, sie brauchen Erbarmen. Und er ist der Vater, der sich der Menschen erbarmt, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, wie es im Psalm 103 heißt. Und das drückt sich so wunderbar aus hier in Vers 5. Gottes Herz offenbart sich. Der Prophet gibt uns die Worte Gottes wieder. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Nicht, weil sie so gut sind,
Und nicht, weil sie so gut Buße tun, sondern weil ich sie liebe, will ich ihre Abtrünnigkeit heilen. Ich will in ihnen bewirken, dass sie sich mir zuwenden und die Gnade empfangen, die ich für sie vorgesehen habe. Denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Das ist Gottes Wesen, Gottes Charakter. So offenbart er sich auch Mose. Er sagt, Jahwe, Jahwe, gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und von großer Güte. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Er rechnet die Schuld nicht zu, er vergibt, er trägt Schuld weg. Wir lesen in ein paar Seiten weiter im Propheten Micha. In Kapitel 7. Vers 18. Und im Gebet, in der Anbetung bekennt Micha Gottes Wesen, Gottes Charakter, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt er, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt, der Schuld wegträgt und Vergehen verzeiht? Dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Das ist Gottes Wesen, Gottes Charakter. Er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schulden niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Er trägt sie weg und wirft sie in die Tiefen des Meeres. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeiten her. Ja, er ist treu seinen Verheißungen, die er gegeben hat. Er ist treu, selbst da, wo wir untreu sind. Wie tut er das nun? Wie trägt er die Sünde weg? Er hat dem Volk Israel so ein wunderbares Bild davon gegeben, in den Opferriten, aber auch in dem besonderen, ganz besonderen Opferritus in 3. Mose 16, im Versöhnungstag. Und da steht in 3. Mose 16, Vers 21, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land, und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Weggetragen, die Schuld wurde übertragen auf diesen Ziegenbock, der in die Wüste geschickt wurde und sie weggetragen hat. Und es war ein lebendiges Zeichen, immer wieder, jedes Jahr haben sie das gesehen. Und es ist ein prophetisches Bild für den, der die Sünde des Volkes auf sich nimmt, der gestraft ist um unseretwillen, wie es in Jesaja 53 heißt. Er nahm unsere Schwachheit, unsere Krankheit, unseren Tod, unsere Schmerzen, unser Elend aufgrund unserer Sünde. Er nahm es auf sich, obwohl er ohne Sünde war. Lass uns schauen in Matthäus 26, wie Jesus davon spricht, als er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Matthäus
Matthäus 26 und Vers 26. Kann man sich gut merken. Matthäus 26, Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Wunderbar, dieses Abendmahl, wie es hier von Matthäus beschrieben wird. Und es wird uns hier gesagt, dass Jesus 9 Dinge tat. Jesus nahm das Brot, er segnete es, er brach es, er gab es den Jüngern und er sprach. Die Jünger tun nur 3 Dinge. Nehmt, sie nahmen es, esst, sie essen es. Mit dem Kelch ist die restlichen Dinge. Er nahm einen Kelch, er dankte, er gab ihnen den und sprach. Und zum Kelch wird uns nur eine Sache gesagt: Trinkt alle daraus. Jesus nimmt Brot und Kelch, er segnet das Brot, er dankt für den Kelch. Er bricht das Brot, er gibt es den Jüngern, er gibt den Kelch den Jüngern, er spricht 2-mal. Die Jünger nehmen das Brot und essen und sie trinken aus dem Kelch. Jesus tut alles, er gibt sich selbst hin, er bereitet alles vor. Er segnet, er dankt, er gibt, er spricht. Was tun die Jünger? Sie nehmen und essen und trinken. Was sollen Aaron und seine Söhne tun? Sie sollen das Opfer essen. In 1. Korinther 10 sagt Paulus in Vers 18: Seht auf das Israel nach dem Fleisch, also das Israel, die Nachkommen, die leiblichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar oder Teilhaber des Altars? Was sage ich nun? Es ging ihm hier um den Götzendienst und die Gemeinschaft beim Götzenopfermahl. Und er sagt, das kannst du als Christ nicht machen, du kannst nicht ein Götzenopfermahl mitfeiern und gleichzeitig das Abendmahl feiern. Weil diese Gemeinschaft, die die Priester hatten, wenn sie das Schlachtopfer essen, ist vergleichbar mit der Gemeinschaft, die wir haben, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. In Vers 16 sagt er: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das, was dahinter steckt, ist, wir nehmen das Abendmahl und nehmen es in uns auf. Wir müssen tatsächlich etwas tun, um
Vergebung der Sünden zu empfangen, nehmen und essen und trinken. Und es geht natürlich nicht einfach nur darum, jetzt dieses Brot hier zu nehmen und zu essen oder den Kelch zu nehmen und zu trinken, sondern es bedeutet, dass wir das aufnehmen, was uns darin gegeben wird, Jesus, sein Opfer, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir es annehmen. Und das wird so schön ausgedrückt in Johannes 6. Johannes 6, Vers 53. Da spricht Jesus sehr krasse Worte, weil es geht um das ganze Thema Brot. Und er hat das Brot vermehrt. Er hat es so gemacht, wie er später beim Abendmahl. Er hat das Brot genommen, er hat Gott gedankt, er hat es gebrochen, hat es weitergegeben, dass die Jünger es dann austeilen und die Leute es in Empfang nehmen und essen. Das ist schon ein Vorbote sozusagen dessen, was beim Abendmahl passiert. Und Jesus versucht auch in der Predigt in Kapernaum danach, den Leuten deutlich zu machen, dass es bei diesem Brot, was er verteilt hat, dass das nur ein Zeichen ist. Das ist nicht alles. Es geht hier nicht einfach nur darum, dass du satt wirst mit deinem Bauch, sondern es geht darum, dass du verstehst, worum es eigentlich geht, in dem, wozu Jesus gekommen ist. Und dann sagt er diese krassen Worte in Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, der wird erleben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Oh. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Das ist Kannibalismus, das geht gar nicht. Das ist furchtbar, ekelig. Was sagt Jesus hier? Was meint er damit? Aber Jesus bezieht sich auf das, wo es im Opferritus darum geht. Das Sündopfer, das Fleisch musste von den Priestern gegessen werden. Das Sündopfer sollte gegessen werden an heiliger Stelle. Warum? Damit das ganze damit die Sühnung wirklich auch greift. Sie mussten das annehmen, aufnehmen, in sich aufnehmen. Ja, kauen steht hier sogar. Ich lese es mal hier weiter. In Vers 53 steht, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst, und hier steht wortwörtlich, wer mein Fleisch zerkaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch, wieder hier, zerkaut und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich zerkaut, der wird auch leben um meinetwillen. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot zerkaut, wird leben in Ewigkeit. Und es heißt, das Brot zu zerkauen heißt, es in uns aufzunehmen. Und ja, diesen Prozess, diesen gedanklichen Prozess im Herzen durchzugehen. Ja, durch meine Sünde wurde er zerbrochen, zermalmt. Es ist meine Sünde, die ihn zermalmt hat. Und er hat sich mir gegeben, dass ich ihn zermalme sozusagen und ihn in mich aufnehme und durch ihn das Leben habe, die Stärkung. Er hat sein Leben hingegeben, damit ich Leben habe. Und zwar das ewige Leben. Dass er in mir ist und ich in ihm. Und das geht nur, wenn ich das
esse, wenn ich das kaue, wenn ich das in mich aufnehme. Ich das esse und trinke, wenn ich Jesus in mich auf diese Weise aufnehme, von ihm lebe, mich von ihm nähre. Wir wollen zusammen das Abendmahl nehmen. Wir wollen darüber nachdenken, was es heißt, dass er unsere Sünde getragen hat, weggetragen hat. Dieser wunderbare Ausspruch, er gilt dir und mir, wenn wir jetzt hier zum Abendmahl kommen und uns dieser Dinge bewusst machen. Deine Sünden sind dir vergeben. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ja, kommt doch hier nach vorne, setzt euch doch hier vorne hin. Wir sind ja nur ein kleines Grüppchen. Lasst uns doch hier zusammen hinsetzen, nach vorne.